Snobby verlässt uns. Leider. Wir hätten ihn noch die nächsten 10, 20 Jahre bei uns gehabt. Oder gerne. Aber er hat sich seinen Ruhestand verdient. Und da wollten alle Schüler und natürlich auch die SMV nochmal Danke sagen. Und für den weltbesten Hausmeister gehört sich natürlich auch eine passende Ehrung. Und da haben wir uns was dazu überlegt. Nämlich, unser Nobby bekommt den goldenen Hausmeisterhammer überreicht. Die Schüler und die Kollegen haben sich auch ein bisschen Zeit genommen und ein bisschen was hinterlassen. Und die Frau Devi hat da draußen ein großes Buch gemacht mit allem, was ihr und wir zusammen gemacht haben als Erinnerung, auch noch als kleines Dankeschön als Erinnerung. Und das wollen wir dem Nobby auch überreichen. Verbunden dazu mit einem kleinen Gutschein, dass der Nobby und seine Frau sich ein bisschen gut gehen lassen. In diesem Sinne sage ich nochmal einen tosenden Beifall für unseren Nobby. Wir sagen Danke, Danke, Danke. Ich möchte mich bedanken für euer Klatschen in der ganzen Zeit und ich hoffe, dass ihr alle durchkommt. Na, Tage sitzen bleibt, bringt euch an. Ja, und das wäre vielleicht auch gut für eure Eltern und so. Das wisst ihr ja. Aber ihr habt mich wirklich positiv überrascht und vielen Dank für alles. Ja, tschüss. Wir sehen uns.